Herzlich willkommen zu Menschen in München. Heute möchte ich mich mit Marc Wössner unterhalten. Marc Wössner war der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann AG. Wie er mitgeholfen hat, den Konzern zu dem zu machen, was er heute ist, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herr Dr. Wössner, die Sendung Menschen in München beschäftigt sich mit hochinteressanten Menschen, die in unserer Stadt leben. Als wir herausgefunden haben, dass Sie nun in München leben, war es natürlich für uns ein großes Bedürfnis, mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Die Frage, die sich aufdrängt als erstes ist, warum München und nicht zum Beispiel Gütersloh, wo Sie ja mindestens 3 Jahrzehnte Ihres Lebens verbracht haben? Gütersloh hat seine Vorteile. Ich empfinde Gütersloh als meine Heimat. Ich habe 32 Jahre dort gelebt. Kein Ort, an dem ich so lange war. Mit Gütersloh verbindet mich A, das Berufsleben bei Bertelsmann und B, ein großer Freundeskreis, C, die Erinnerung an das Aufwachsen der Kinder. Also Gütersloh ist meine Heimat. Aber ob Gütersloh nach der Pensionierung noch ein attraktiver Spitzenort ist, an dem man sein möchte, das mögen Sie selbst beurteilen. Ich habe mich für München entschieden und ich bin sehr glücklich in München. Gerade weil Sie für einen der größten Medienkonzerne der Welt gearbeitet haben. Eine Zeit lang der größte Medienkonzern, als Sie Vorstandsvorsitzender waren, fällt es doch immer wieder auf, dass die Leute sich die Frage stellen, wieso kann ein solch großer Konzern in einer solchen Stadt sein und nicht irgendwo mehr in einer Metropole? Ja, da sieht man, dass die Kraft eines Unternehmenskonzeptes, die Kraft einer Idee eines Unternehmers, auch die Ausstrahlung seiner Persönlichkeit für die Unternehmenskultur wichtiger ist als die Präsenz in London, Paris oder New York. Reinhard Mohn hat von kleinen Anfängen nach dem Krieg sehr charismatisch und sehr modern ein kleines Unternehmen, dann ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut und geführt, das schon eine Reihe von bemerkenswerten Elementen hatte. Also beispielsweise die Verbindung von Gesellschaft und unternehmerischem Handeln, beispielsweise die Verpflichtung der Mitarbeiter zur Kooperation und zu anständigem Umgang miteinander. Das waren so die ersten Gedanken in den 60er Jahren. Und Reinhard Mohn hat dort im Westfälischen eine interessante Unternehmenskonzeption, zu der vor allen Dingen eine besondere Unternehmenskultur gehörte, aufgebaut. Sowas scheint mehr Kraft zu haben, wie Sie ja übrigens auch an anderen Unternehmen sehen können, als ein beliebig in einer Metropole aufgestelltes Unternehmen, das diese innere Kraft und diese in sich ruhende Qualität nicht hat. Sie haben es angesprochen, Unternehmenskultur. Zu Bertelsmann scheint ja auch zu gehören. Und Reinhard Mohn, der Eigner, der Besitzer von Bertelsmann, hat es auch so mal ausgedrückt, dass im Grunde genommen die Menschen, die für Bertelsmann arbeiten, dort ausgebildet werden im Bereich Medien. Um über Sie zu sprechen, Sie sind sozusagen das klassische Bertelsmann-Gewächs, weil Sie ja auch von einer ganz anderen Ecke eigentlich von Ihrer Ausbildung her kommen und dann im Grunde genommen erst die Medien dort kennengelernt haben. Ist das eine sinnvolle, im Rückblick für Sie, eine sinnvolle Entwicklung, so im Unternehmen vorzugehen, dass man also Leute in Spitzenpositionen bringt, die ursprünglich gar nicht sich so haben ausbilden lassen? Na, zunächst einmal hat das Ausbilden im Sinne von Schule und Universität nicht unbedingt was mit dem späteren Lebensverlauf zu tun. Wenn Sie einen Bruch machen zwischen universitärer Ausbildung und dann die berufliche Entwicklung in sich nehmen, dann sind das alles die bei Bertelsmann gewachsenen Leute, das sind das alles Medienprofis geworden. Mhm. Ob nun jemand, der davor schon Kommunikationswissenschaften studiert hat und eine Journalistenschule gemacht hat, ob der für diesen Werdegang nun geeigneter sei oder nicht, das können wir dahingestellt sein lassen. Es gibt fast keine klassischen Beispiele. Alle großen Chefs der deutschen Medienunternehmen, der Weltmedienunternehmen, sind eher nicht klassisch gewachsene Medienleute, sondern sind Unternehmer, die dann in frühen Jahren mit den Medien zu tun bekamen und die Sensibilität und die Kreativität und das breite Spektrum der Anforderungen von Mediengeschäft kennengelernt haben. Das fasziniert. Und das fasziniert vor allen Dingen begabte Leute, die nicht in irgendeiner Spur wachsen wollen, sondern die sich breit gesellschaftlich orientieren
und die nicht so sehr auf ihr Studium oder ihre Ausbildung rekurrieren, sondern die was vor sich haben, was werden wollen, was gestalten wollen. Da ist die Medienbranche eine wirkliche Besonderheit. Als Sie zum Beispiel die großen Coups in Amerika gemacht haben, als Sie Random House gekauft haben und... Zuerst war Double Day, in den 80er Jahren Double Day. Double Day und RCA haben Sie auch, RCA haben Sie auch übernommen. Da waren Sie von der Idee überzeugt und mussten dann mit Ihrem Eigner, mit Reinhard Mohn, dann natürlich darüber sprechen. Und irgendwie sagt die Mehr, dass Sie also mit ihm im Flugzeug gesessen hätten und ihm gesagt hätten, wenn das mein eigenes Unternehmen ist, dann würde ich diese beiden Deals machen. Und er hätte dann zu Ihnen gesagt, ja, warum machst du es dann nicht? Ist es ungefähr so abgelaufen? Oder? Na, das gibt ganz gut, es ist natürlich eine Anekdote, aber es gibt ganz gut den Geist wieder, mit dem Reinhard Mohn sein Unternehmen geführt hat. Er hat sich immer als der Mentor und natürlich der Eigentümer verstanden, der jungen Leuten große Chancen gibt, ihnen großen Freiraum einräumt. Mhm. Und erwartet natürlich von diesen jungen Leuten dann auch, dass sie diesen Freiraum nutzen und gestalten. Mhm. Und in diesem Sinne war es für uns damals zwar sehr früh, Mitte der 80er Jahre, in zwei größere Objekte in Amerika einzusteigen. Ich muss schnell darauf verweisen, dass das die Zeit war, in der viele deutsche Unternehmen in Amerika Akquisitionen gemacht haben, die meistens nicht geklappt haben. Vor allen Dingen im Medienbereich auch. Im Medienbereich nicht, allgemein. Die ganze deutsche Industrie hat damals in Amerika investiert. Die Medien haben dort damals, Mitte der 80er Jahre sind wir jetzt, damals noch nicht investiert. Wir waren eigentlich die Ersten. Und wir haben damals schon zwei sehr mutige Schritte überlegt und zwei mutige Schritte angedacht. Und die Projekte haben wir verfolgt und beide waren dann irgendwann entscheidungsreif und sie waren Koinzidenz der Projekte, sie waren zum gleichen Zeitpunkt entscheidungsreif und es waren günstige, aus meiner Sicht mindestens mal sehr interessante und auch irgendwo günstige Projekte. Und die Auswahl zwischen den beiden war auch firmenstrategisch schwierig, denn die Musik war damals zwar sehr en vogue, aber wir waren ein Verlagshaus und Double Day war eine Kulturinstitution in Amerika. Beide Dinge zu gleicher Zeit kaufen, war ein bisschen viel für uns damals. Und so hat der Dialog zwischen Reinhard Mohn und dem Vorstand, was aber dann meistens ein Dialog zwischen Reinhard Mohn und mir war, natürlich ungefähr so in der Tendenz stattgefunden. Und Reinhard Mohn war damals schon sehr mutig, uns den Freiraum zu geben, diese beiden Großprojekte in Amerika auf einmal zu akquirieren und dann auch zu integrieren und zu gestalten. Zumal Ihr Vorgänger ja wohl auch sich mal in Amerika umgeguckt hat und eigentlich zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Amerika ein zu schwieriger Markt sei für Bertelsmann. Das war nicht mein Vorgänger. Das waren Kollegen, die ich jetzt nicht mehr benennen möchte, die damals in Amerika investiert haben und mit diesen Dingen nicht zurechtkamen. Und Manfred Fischer, den Sie jetzt ansprechen, der mein kurzzeitiger Vorgänger war, der hat, obwohl sehr Amerika orientiert in seinem Wesen, der hat damals den Schluss daraus gezogen, aus diesen Misserfolgen, dass eine Firma in Deutschland oder Europa nicht in Amerika in dieses Getümmel des Medienmarktes einsteigen sollte. Das war aus seiner Sicht zu gefährlich und das war aus seiner Sicht zu risikoreich. Als er dann weg war und wir ein neues Vorstandskollegium hatten, haben wir die Frage neu diskutiert. Und wir waren der Meinung, wenn wir eine Weltspitzenfirma im Medienbereich werden wollen, dann müssen wir sehr wohl dorthin gehen, wo die Spitzenkonkurrenz ist, denn nur mit denen gemessen und an denen, mit denen Konkurrenz machen, können wir uns eigentlich so entwickeln, dass wir an die Weltspitze oder in die Weltspitze der Medienunternehmen kamen. Und das war damals sehr wohl ein Ziel von uns jungen Leuten, gedeckt durch Reinhard Mohns Wohlwollen. Dann, als Sie das akquiriert haben, kam so der Gedanke auf in der Öffentlichkeit, Mensch, die sind da jetzt am Times Square in New York und Bertelsmann zieht es jetzt irgendwie mit seinem Vorstand doch nach Manhattan und irgendwann sind es ganz Bertelsmann in Amerika. War das irgendwie aus Ihrer Perspektive auch mal so in Ihrer Gedankenwelt, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn mehr Schwerpunkt in Amerika sei? Also das war nicht meine Gedankenwelt und ich habe mal, das hat mir der Stadtdirektor von Gütersloh vor ein paar Tagen noch am Telefon gesagt,
Ich habe damals so formuliert, solange Reinhard Mohn und ich irgendwo noch was zu sagen haben oder leben, so lange wird Gütersloh der Stammsitz der Bertelsmann AG bleiben und sein. Und das habe ich damals auch ernst gemeint. Groß in New York sein, groß in London, groß in Paris, an vielen Städten der Welt sein und seine Geschäfte machen, ja. Aber wozu muss unser Headquarter in einem dieser Großstädte sein? Es war meine feste Überzeugung, dass wir aus Gütersloh heraus sehr viel intrinsische Qualität entwickeln konnten. Und diese intrinsische Qualität konnten wir in die anderen Märkte transferieren. Diesen Spirit eines solchen Unternehmens, was nicht nur Geschäfte betreibt, sondern eine Unternehmensphilosophie hat und eine Unternehmenskultur zum Inhalt des täglichen Arbeitens auch macht. Ich dachte mir, sowas ist eher in Gütersloh weiterzuentwickeln und dann nach New York und London und Paris und Berlin und München zu transferieren. Und das hat sich auch als richtig bewahrheitet. Mein Nachfolger, mein direkter Nachfolger, hat das dann ein Stück weit in Zweifel gezogen. Nun war Thomas Mittelhoff damals nicht so lange dran, als dass er dieses alles hätte verändern können. Und der Nachfolger Dr. Thielen, der ja auch schon mein junger Kollege war in meiner Zeit, der hat das alles wieder so gesehen wie Reinhard Mohn und ich. Und Gütersloh ist die Stadt der Wahl. Und wir haben ja eine wunderschöne Nebenzentrale in Berlin, die Kommandantur unter den Linden 1. Demnächst, also jetzt gegenüber dem Dom, demnächst gegenüber dem Stadtschloss, eins der eindrucksvollsten Gebäude in Berlin. Dort ist Bertelsmann auch. Und wenn was zu repräsentieren ist, was dann vielleicht in Gütersloh nicht so gut geht, dann verlegt man das eben in die Kommandantur nach Berlin. Aber unterschätzen Sie Gütersloh nicht. Es gibt keinen großen Medienfürst aus damaliger Zeit, der nicht in Gütersloh war, absolut, und nicht bei uns gesessen hat. Das weiß ich nicht, ob das so sehr an Gütersloh liegt, wie nicht an Bertelsmann. Also das war sicherlich das Magnet, was das ausgelöst hat. Herr Dr. Wössner, über einen weiteren ganz spannenden Punkt in Ihrer beruflichen Laufbahn möchte ich in dem nächsten Teil der Sendung reden, nämlich über die Frage, wie haben Sie RTL entwickelt, wie sind Sie sozusagen ganz am Anfang mit RTL umgegangen und warum in Retrospektive, glauben Sie, ist RTL ein so großer Erfolg geworden? Gerne. Herr Dr. Wössner, können Sie was damit anfangen, wenn es darum geht, Sie zu beschreiben, dass der eine oder andere sagt, Sie haben einfach eine atemlose Intensität? Also ich möchte A, zu mir keine Urteile abgeben und B, mich nicht sehr beschreiben, aber meine Kinder würden von Dynamik sprechen oder gesprochen haben. Heute bin ich für sie eher der gemütlicher werdende Großvater. Aber ich glaube, alle, die Sie in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, die wissen schon, dass also, wenn Sie von etwas überzeugt sind, dann doch sehr dynamisch auftreten im Sinne von, dass Sie Ihre Ideen auch zu verkaufen wissen. Halten Sie das für eine Ihrer großen Stärken? Ich halte das für eine Stärke und halte sie auch für angemessen für Leute, die unternehmerisch arbeiten wollen. Als Sie jetzt die Verantwortung eigentlich auch für RTL mitgetragen haben, war Ihnen da von vornherein bewusst, dass Sie was ganz anderes hinstellen müssen als zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen, damit Sie überhaupt eine Audience bekommen? Ja, zunächst mal stellt sich die Frage nicht so, wenn ich das eben schnell anmerken darf. Damals, Anfang der 80er Jahre, wurde ja politisch darum gerungen, neben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen privatwirtschaftlichen Rundfunk zu installieren. Das schien damals gar nicht so recht möglich, weil es keine Frequenzen gab. Und dann gab es dann plötzlich doch durch Messungen Frequenzen. Dann gab es aber die gesetzlichen Voraussetzungen dafür nicht. Also wir können eine lange Story kurz machen und sagen, ab 1983 waren dann die Voraussetzungen rechtlich und auch frequenztechnisch gegeben, dass man in Deutschland vielleicht einen oder zwei neue Senderketten installieren konnte, die dann in Wettbewerb mit ARD und ZDF treten. Mhm. Das war damals eine angstmachende Vorstellung. Also die meisten, die sich mit dem Thema befasst haben, sagten, also wenn das irgendeiner bewerkstelligen kann, dann ist das vielleicht Kirch, weil er ja der Hoflieferant für sowohl ARD als auch für ZDF war. Und man hielt seine Ressourcen für
naja, ausreichend, um einen Sender, um eine Senderkette erfolgreich zu managen. Das war vielleicht aus damaliger Sicht schon so, nur mir war klar, dass ein Medienunternehmen unseres Anspruchs, auch unserer Größe, auch unserer Qualität, diesen einmaligen Start eines neuen Mediums in Deutschland, nämlich privatwirtschaftlichen Rundfunk, privatwirtschaftliches Fernsehen zu machen, nicht an uns vorübergehen lassen dürfen. Das war meine feste Überzeugung und es gelang mir im Laufe der Zeit, auch meine Kollegen, auch Herrn Mohn davon zu überzeugen. Aber da hatten wir also im Aufsichtsrat und auch im Vorstand sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Man war der Meinung, also dieses neue Ding, privatwirtschaftliches Fernsehen, diesen Zug könne man doch mal abfahren lassen. Und Bertelsmann habe genug Geld, um dann am übernächsten Bahnhof einzusteigen in diesen Zug, also mit dem Taxi zum übernächsten Bahnhof zu fahren, um dann in den fahrenden Zug einzusteigen. Die Geschichten waren lang. Und am Ende haben wir gesagt und haben uns im Vorstand entschlossen, nein, dieses neue Ding gestalten wir von der ersten Stunde an selbst mit. Und dann kam die Frage, wie? Und dann war zuerst die Kooperation mit Kirch im Gespräch. Und dann merken wir, dass diese Kooperation mit Kirch für uns keine Perspektiven bietet. Und dann war die Frage, nach den Alternativen zu klären. Alternativen gab es nicht recht, denn allein ohne Fernseherfahrung und ohne irgendwelche Software, also ohne irgendwelchen Filmstock, ohne irgendwelche Inhalte, hatten wir eigentlich keine Chance. Und dann kamen wir auf die Idee, bei den RTL-Leuten mal nachzufragen, ob sie denn nicht Lust hätten, mit uns das zu machen. Das war so eine kleine Verzweiflungstat, um nicht im Zug von Kirch mit eingebunden zu sein und damit eigentlich nicht unternehmerisch tätig zu sein. Und diese kleine Verzweiflungstat, die hat zum Ziel geführt. Wir haben dann sehr schnell RTL gegründet. Das war ein denkwürdiges Treffen zwischen dem damaligen großen RTL-Chef Dr. Güst Gras, ein wunderbarer Mann, der so einen jungen Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann kennengelernt hat. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Manfred Lahnstein war da damals noch mit von der Partie, denn den hatte ich damals zu Bertelsmann geholt, weil ich glaubte, dass nur politische Leute die Frequenzen zusammenbetteln konnten. Das ist eine Story, die müsste ich vielleicht, wenn Sie mich danach fragen, nochmal erklären. Ja. Aber so entstand RTL und der Hauptmatador dann von RTL, der das Ganze dann aufgebaut hat, war Thomas. Helmut Thoma war derjenige, der es auch in der RTL-spezifischen Art, wie die man heute eigentlich noch spürt, aufgebaut hat. Das Boulevardeske spielt bei RTL immer eine große Rolle, aber wahrscheinlich auch die Tatsache, dass es keinen Filmstock bei RTL gegeben hat, im Gegensatz zur Kirchgruppe, hat RTL dann kreativ werden lassen und es wurden Sendungen erfunden, die heute noch funktionieren, während auf der anderen Seite wie oft kann man sich die Bonanza-Serien und so anschauen, irgendwann will sie eben wirklich keiner mehr sehen. Haben Sie heute im Rückblick das Gefühl, dass es ein Vorteil war, dass Sie den Filmstock in der Größe gar nicht hatten wie Kirch? Oder sagen Sie, dann wären wir noch schneller und größer geworden? Naja, also das kann man lange diskutieren. Auf jeden Fall die Intuition von Helmut Thoma, die Kreativität von Helmut Thoma, auch sein Mut, Neues zu gestalten, anzupacken, auch gegen den öffentlichen Mainstream anzugehen. Der hat damals eine Alternative aufgebaut gegen die Kombination aus Bonanza und Eigenproduktion. Also die Kombination aus Sat1 und später dann Pro7, das war schon auch ein Konzept, das man hätte weiterentwickeln können und das ja auch heute erfolgreich ist. Mhm. Wir waren bei RTL aber sehr viel schneller erfolgreich. Wir waren schon in wenigen Jahren aus den roten Zahlen raus. Wir hatten mit sehr, sehr viel mehr Anlaufverlusten gerechnet. Und das war gab es eine Vielzahl von Gründen für. Das erste war, dass es uns gelungen war, mit unseren politischen Kontakten, mit unseren Beziehungen zu Ministerpräsidenten, die nötigen Frequenzen für unseren Sender zu besorgen. Da gibt es tolle Geschichten, auch hier aus Bayern, Gespräche mit Franz Josef Strauß. Das ist eine lange, lange Story, die man eigentlich irgendwo mal aufschreiben müsste. Lange Rede, kurzer Sinn. Sowohl Sat1 hat seine Frequenzen gekriegt, als auch wir. Die waren durchaus vergleichbarer in ihrer Qualität. Und nun ging es eben los. Kirch machte bei Sat1 eher einen, wie Sie sagten, filmstockorientierten Fernsehsender.
Und Helmut Thoma blieb ja gar nichts anderes übrig, als aus eigenen Mitteln, mit eigener Kreativität ständig was Neues zu entwickeln. Das gefiel den Gesellschaftern, nämlich uns, Bertelsmann, nicht immer gut. Alles, was Tutti Frutti war, war natürlich damals sehr erfolgreich, aber hat einem Verlagshaus wie Bertelsmann nun nicht sehr gut angestanden. Und das war die ständige Auseinandersetzung. Wie wurde denn das im Vorstand sozusagen mal diskutiert? Also jetzt stelle ich mir vor, Sie sitzen im Vorstand, plötzlich sagt einer, wie verhalten wir uns eigentlich zu Tutti Frutti? Was wurde da bei Ihnen dann gesprochen? Naja, das haben wir natürlich ständig diskutiert und wir haben natürlich, nun muss man sehen, damals gab es ein Gesetz, ein unsägliches Mediengesetz, was vorschrieb, dass niemand eine Mehrheit bei einem Sender haben kann. Ja. Die hatte auch Kirch nicht. Also der hatte verdeckt sich Mehrheiten geschaffen, wie das eben die Klugheit von Kirch damals so herbeizauberte. Aber wir haben uns korrekt an die Dinge gehalten und wir hatten eben keine Mehrheit. Wir hatten also gar nichts anzuweisen, auch die Luxemburger allein konnten nichts anweisen. Die hatten 49%, wir hatten 40%, also niemand hatte 51%. Das war damals eine gesetzliche Vorschrift, dass man sich in einer Anbietergemeinschaft, so hieß das damals, um den Sender bemühen musste. Und in dieser Anbietergemeinschaft durfte niemand die Mehrheit haben. Es war also gar nicht möglich, dem Helmut Thoma einfach nur so eine Anweisung zu geben. Dann konterkarierte er sie damit, dass er zum anderen Gesellschafter ging und sich dort das Platzett holte. Das war ein Spiel, was über viele Jahre mit sehr intensiven Diskussionen, mit sensibler Einflussnahme, aber auch mit einer gewissen Toleranz und einem gewissen Freiraum für diejenigen, die einen solchen Sender aufzubauen haben, zu gestalten haben, zusammenhingen. Und die Sache war hoch erfolgreich. Ich würde gerne noch einmal auf Ihre Besuche in den verschiedenen Staatskanzleien dieser Republik zurückkommen. Sie haben sich den Minister, den Bundesminister Lahnstein geholt und haben dann ihn auf Ihren Besuchen mitgenommen und sind zum Beispiel zu Franz Josef Strauß gegangen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie ging das ab, wenn der Chef von Bertelsmann zu Franz Josef Strauß ging und sagte, ich möchte gerne RTL auch in Bayern betreiben, kann ich dafür bitte eine Frequenz bekommen? Naja, was hat das jetzt? Also Lahnstein war dabei und überraschend für mich. Ich dachte so aus dem politischen Verständnis heraus, dass Lahnstein sich ganz besonders gut mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, verstehen würde und dass er mit dem Strauß und dem Späth eigentlich nicht so ganz gut zurechtkommen könnte. Insofern bin ich dann da selber auch hingefahren, mit ihm zusammen natürlich. Und da haben sich interessante und zum Teil spektakuläre Geschichten abgespielt, die ich jetzt nicht erzählen möchte. Ich kann nur so sagen, Franz Josef Strauß hat Lahnstein in den Arm genommen, als er ihn sah. Das war erstmal ein Erlebnis für mich. Die haben sich bestens verstanden. Was natürlich nicht bedeutete, dass Franz Josef Strauß uns, die er ja für Nordlichter hielt, die Frequenzen in Bayern geben wollte. Das war verdeckt klar, dass er die dem Kirch geben wollte. Aber es war meine Pflicht, mir blieb gar nichts anderes übrig, als die damals 11 Bundesländer abzuklappern und die Ministerpräsidenten um die Frequenzen zu bitten. Ist der Lahnstein von allen in die Arme genommen worden? Nicht von allen, wirklich nicht. Und vor allen Dingen auch nicht so sehr von seinen eigenen Parteikollegen. Wer ganz begeistert von ihm war, war damals Lothar Späth. Also das war, wie soll ich mal sagen, bei den SPD-Kollegen mag ein bisschen mitgeschwungen haben. Der ist uns abgesprungen und ist nun ein wohlhabender Manager geworden. Das mag bei Linken eine gewisse Rolle gespielt haben. Es gab auch verknöcherte Rechte, das will ich nicht ganz vergessen. Aber so die Großen damals dieser rechten Szene, Späth und Strauß, haben sehr positiv reagiert. Jetzt haben wir über Ihre erfolgreichen Sender, über den erfolgreichsten Sender gesprochen, RTL. Wo es nicht gleich so gut gelaufen ist, war bei Vox. Und da war ja der Herr Lahnstein auch eine treibende Kraft. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, sollte Vox so ein Sender werden für American Express Cardholder, also sozusagen für eine Elite. Wann haben Sie gemerkt, dass dieses Konzept, dass nur eine Elite einen bestimmten Kanal gucken möchte, nicht funktioniert? Also das ist wiederum eine lange Geschichte, die ich Ihnen so schnell nicht erzählen kann. Wir müssen zurückgehen auf das, was wir vorhin besprochen haben. Bertelsmann hatte diese Kultur der Selbstständigkeit seiner Führungskräfte. Und Manfred Lahnstein, nachdem er nun mit RTL, auch RTL 2, gut zurechtkam und sich dort durchaus seine Verdienste erworben hatte, hatte den Traum, nur noch mal ganz allein und nur für Bertelsmann einen sehr spezifischen,
und sehr gut gemachten Fernsehsender aufzubauen. Und dieser Traum konnte Wirklichkeit werden, weil es noch eine kleine, vage Frequenzkette gab. Das war ja damals der Engpass aller Dinge. Ja. Damals war ja die Frage nicht, mache ich einen Fernsehsender, sondern wie kriege ich eine Frequenzkette? Und da gab es eine Restfrequenzkette, um die sich ganz Deutschland balgte, auch wir. Und nun kam wieder diese unselige Gesetzgebung damals mit dieser Anbietergemeinschaft. Man konnte diese Frequenzkette nicht einfach für sich in Anspruch nehmen und dann einen Sender gestalten, sondern man hatte eine unüberschaubare Menge von Beifahrern in diesem Gesellschafterkreis mit. Und dann eine unique Idee, die möglicherweise gar nicht verkehrt war damals, lupenrein umzusetzen, war aus Gründen dieser komplizierten Gemeinschaftsstrukturen nicht möglich. Mhm. Das heißt, Lahnsteins gute Idee und seine gute Absicht, einen elitären Sender zu gründen, der, sagen wir mal, sowas zwischen NTV heute und einem Arte-Sender gewesen wäre, durchaus eine damals plausible Konzeption, die auch so ein bisschen konterkariert hätte das Tutti-Frutti-Image, das wir bei RTL 2 hatten. Dass Bertelsmann auch was anderes machen kann. Das hat aber dann nicht funktioniert, wie Sie wissen. Übrigens, das war das Einzige, was uns in unserer Zeit, damals der jungen Generation bei Bertelsmann, daneben gegangen ist. Alle anderen Geschäfte, die wir gemacht haben, haben funktioniert, auch die in Amerika. Der Sender RTL ist eines der größten Erfolgskonzepte der Mediengeschichte in Europa geworden. Und man muss sagen, Vox im Nachhinein war so verkehrt nicht. Vox ist ja jetzt wieder bei Bertelsmann. Und wenn Sie die ganze Geschichte durchrechnen, dann kommen Sie dazu, dass der Fehler von damals aus der heutigen Sicht per Zufall über den Weg seiner verschiedenen Wanderungen wieder geheilt wurde. Also unsere Betrübnis damals, wo wir wirklich gesenkten Hauptes über unseren Managementfehler miteinander gesprochen haben, dieser Fehler, der hat sich selbst über die Jahre weg korrigiert. Hatten Sie damals Reinhard Mohn angeboten, dass Sie zurücktreten? Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich habe ihm bestimmt gesagt, dass wir da Konsequenzen ziehen, selbstverständlich. Was halten Sie davon, dass also Bertelsmann, Sie haben es ja auch eben gesagt, da gab es diese einzelnen Abteilungen, die für sich selber verantwortlich waren. Im Vorstand, da waren die Leute für ihre Projekte selber verantwortlich. Das war sehr managementgetrieben. Heute hat man, wenn man auf Bertelsmann guckt, so das Gefühl, das geht wieder zurück in Bereich Familienunternehmen. Generell gesprochen, glauben Sie, dass es für einen großen Medienkonzern sinnvoll ist, sich in Richtung Familie zu orientieren? Oder sollte es Management sein, das einen Konzern führt und leitet? Na, so einfach würde ich das nicht in Entweder-Oder einteilen. Das ist keine digitale Entscheidung. Der Spirit im Sinne von Unternehmensgründer Mohn, diese Unternehmenskultur, die Grundsätze, mit denen das Unternehmen groß geworden ist, die zu erhalten, ist eine Tugend in sich. Möglicherweise sogar einer der stärksten Wachstums- und Erfolgsfaktoren, die es überhaupt in dem Unternehmen gab. Mhm. Neben der Tatsache, dass Reinhard Mohn den Faible hatte, besonders begabte und besonders von ihm hoch eingeschätzte junge Leute nach Gütersloh zu ziehen, was gar nicht so einfach war damals. Mhm. Außer diesem Faible für begabte junge Leute war es ja vor allen Dingen, waren es seine Grundsätze, die das Unternehmen in der Konzeption stark gemacht hatten, die Dezentralisation, das Entrepreneurship, also das Einsetzen vieler, vieler Unternehmertypen, die dann in kleinen Bereichen ihren unternehmerischen Gestaltungswillen ausleben konnten. Das alles führte zu sehr viel Wachstum und zu sehr viel Dynamik im Unternehmen. Zu koordinieren war das schwierig. Das war eine schwierige Koordinationsaufgabe. Insofern könnte man sagen, von einer gewissen Größenordnung könnte das Unternehmen durchaus familienbasiert und Management geführt sein. So eine Variante ist angedacht worden. Und wenn man so will, ist diese Variante heute auch existent. Ein Mann wie Thielen und jetzt sein Nachfolger Ostrowski, die verstehen sich als unabhängiges Management. Und ob das Kapital nun an der Börse liegt oder bei der Familie liegt oder in einer Stiftung liegt, das ist den beiden egal und das ist dem Vorstand egal. Also insofern können wir sagen, beide Dinge zusammenzubringen,
die Möglichkeiten, die Wachstumsmöglichkeiten des Kapitalmarktes und die Unternehmenskultursicherung und die Konzeptsicherung durch die Familie. Das ist möglicherweise für die Zukunft ein optimaler Weg. Aber alle anderen Varianten sind auch gut, funktionieren auch. Und Thielen hat ja vorgeführt, wie das Rückführen des Kapitals in die Familie und das trotzdem Profit machen und Wachstum miteinander Hand in Hand geht. Und der Eindruck, dass Lies Mohn jetzt das Unternehmen führt, wodurch glauben Sie, dass der entstanden ist? Naja, da ist viel Presse, außerdem ist sie natürlich jetzt in wichtigen Funktionen führen. Und mehr möchte ich zu dem Aspekt eigentlich nicht beitragen. Führen tut grundsätzlich der Vorstand und der Vorstandsvorsitzende. Dass der Aufsichtsrat kontrolliert, dass der Aufsichtsrat Rat gibt, das ist wohl auch richtig. Aber führen tut der Vorstand. Und das ist Thielen und das ist später Ostrowski und das sind die Kollegen, die im Vorstand sind. Herr Dr. Wössner, Sie gelten als erfolgreichster Angestellter in der Medienbranche. Das mag auch dadurch entstanden sein, dass, wenn man sich die 80er Jahre, und wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, sich noch einmal vor Augen führt und Ihre Akquisition in Amerika berücksichtigt, dann würde ich gerne mal von Ihnen noch mal kurz beschrieben bekommen, die Ausgaben, die Sie da getätigt haben, in welcher Relation stand das zu den normalen Umsätzen der Bertelsmann AG? Ja, also zum Eingang Ihrer Frage möchte ich relativierend wirken. Ob ich nun der erfolgreichste Angestellte im Medienbereich war, weiß ich nicht, zumindest mal nicht vom Einkommen her. Da weiß ich andere Namen zu nennen, die erfolgreicher waren, aber es ging uns gut. Mohn, und das war bekannt, Bertelsmann bezahlte seine Spitzenführungskräfte außerordentlich großzügig. Aber ich kann das auch nichts zu beklagen. Ich habe das in Hinsicht auf, wie Bertelsmann aussah, als Sie die Stellung als Vorstandsvorsitzender übernommen haben und dann die Verfünffachung der Umsätze bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie gegangen sind. Das ist eigentlich das, womit ich da hatten wir Glück. Ja, also zunächst war es ich ja nicht allein, es waren die ganzen Vorstandskollegen, mindestens Meier, Schulte, Hillen, war in der gleichen Periode wie ich vollständig in ähnlicher Weise tätig. Viele andere auch. Auch der jetzige Vorstandsvorsitzende Thielen war ja damals die großen Teil der Strecke schon dabei. Wir hatten das Glück der Stunde wahrgenommen. Es war damals die Chance, in Amerika zu investieren. Darauf war außer uns noch niemand gekommen, also in der Medienbranche. Herr Mohn hatte schon ein bisschen im Musikbereich und auch schon ein bisschen im Verlagsbereich bei Anthem investiert gehabt. Die Sachen haben eher schwierige Verläufe gehabt und es war nicht so klar, dass wir in Amerika investieren sollten, aber ich habe die Geschichte ja vorhin erzählt, das will ich jetzt nicht wiederholen. Nee, aber ich wollte die Summe gerne mal. Sie sind ja kurz bei 2 Milliarden gewesen. Es waren damals gewaltige Investitionssummen, die sich auf ca. 2 Milliarden beliefen. Die Geschichten, wie wir das Geld gekriegt haben und was die Banken dazu gesagt haben, das sind alles in sich ruhende, lustige Separatgeschichten. Aber 2 Milliarden, das hört sich heute nicht nach viel an. Damals war der Bertelsmann-Umsatz knapp 6 Milliarden. Das heißt also, wir haben ein Drittel unseres Umsatzes in zwei Abenteuer in Amerika investiert. Das war schon gewaltig. Also das können Sie in der Unternehmensgeschichte von anderen nicht so schnell ableiten. Wobei wir ja keinerlei Anteile abgegeben haben, sondern es allein fremdfinanziert und zurückverdient haben. Und bei der ganzen Geschichte Amerika spielt eine ganz wesentliche Rolle der Parallelaufbau dieses Risikoabenteuers RTL. Ja. RTL lief genau zur gleichen Zeit. Also diese Akquisitionen waren von 85 bis 87 und der Aufbau RTL war auch so ab 85, 86. Damals musste man damit rechnen, dass der Aufbau eines solchen Senders 1 Milliarde kosten könnte, 1 Milliarde D-Mark damals noch, was man heute übrigens nie mehr für das Geld hinkriegen würde. Klar. Das war also relativ günstig damals, aber es war ein Risiko. Und wenn Sie die beiden Dinge zusammenzählen, also diese doch großen, sehr großen Amerika-Investitionen, die auch nicht Alleingänger waren, um die wir uns sehr kümmern mussten, und der parallele historische Aufbau von RTL, dann war das geballt in der zweiten Hälfte der
80er Jahre eine geballte Leistung, die wir da zustande gebracht haben. Und da war übrigens dann am Ende der 80er Jahre für 2 bis 3 Jahre der Zufall erreicht, dass wir das größte Medienunternehmen der Welt waren, vor allen anderen, die Sie ja kennen, also vor Time und vor Warner. Und Disney. Und die haben sich dann, damals war Disney noch nicht so groß, Time war die Nummer 2 hinter uns und Warner war die Nummer 3. Time und Warner haben sich dann zu Time Warner zusammengeschlossen. Und dann wurde Disney 2 und Sie waren 3. So war das dann im Laufe der ersten Hälfte der 90er Jahre. Genau. Aber als Sie diese Akquisition in Amerika betrieben haben, da haben die Amerikaner ja eigentlich auch sehr sensibel drauf reagiert, weil da ein deutsches Unternehmen plötzlich amerikanische Publishing Houses gekauft hat. Und das wollten die nun mal gar nicht so gerne. Beziehungsweise sie haben sich auch gefragt, was machen wir als Amerikaner falsch? Wie sehen Sie das heute? Warum haben damals nicht amerikanische Unternehmen diese Akquisitionen gemacht, die Sie betrieben haben? Schwer zu verstehen. Wir haben die Chancen damals gehabt. Die Amerikaner sind durchaus damals Gegner gewesen. Wir konnten mit unserem Unternehmenskonzept da drüben und das überzeugen. Man musste ja auch die Leute überzeugen, die wir dann an Bord nahmen. Und Verleger sind schwierige Menschen, sind sensible Menschen, sind freiheitsliebende Menschen, sind auch politisch sehr sensible Geschöpfe. Also auch die Musik, für die Musikleute gilt etwas Ähnliches, wobei denen noch ein Stückchen Chaosmanagement hinzukommt. Also das waren durchaus zwei unterschiedliche Unternehmen mit schwieriger innerer Struktur, die aber in diesem wunderbaren Bertelsmann-Konzept einen gewissen Hafen gesehen haben. Also die Mitarbeiter sowohl von RCA Music als auch die von Doubleday sind relativ schnell bei uns gewesen und die Integration hat zwar ein paar Jahre gebraucht, das muss man aus der Nachsicht schon zugeben, aber nach 3-4 Jahren waren das auch Bertelsmänner. Und das hat geklappt. Und dann waren wir am Times Square. Lassen Sie uns nochmal aus Amerika zurück nach München springen, denn hier in München saß eigentlich, wenn es um den deutschen Markt geht, Ihr größter Konkurrent, nämlich Leo Kirch. Ich erinnere aus der damaligen Zeit viele Auseinandersetzungen, wo es immer darum ging, Mark Wössner und Leo Kirch. Wie sehen Sie denn im Rückblick diese Auseinandersetzung mit Leo Kirch? Also Leo Kirch war nicht der Hauptgegner von uns. Er war nur das Spektakulärste, weil es damals um den Aufbau von Fernsehen ging. Leo Kirch war unternehmerisch gesehen ein Zwerg. Da müssen Sie Springer sehen. Und als diese Geschichte 10 Jahre lang interessant war und wir danach RTL an der Spitze der ganzen Bewegung marschierte, ist ja eine interessante Sache, dass es RTL mit seinem, wie Sie sagen, Boulevardkonzept geschafft hat, die weitaus höchsten Zuschauerraten zu erreichen, weit vor ZDF und ARD und Sat.1. Das ist natürlich schon eine Erfolgsgeschichte, die in sich selbst ruht, die viel mit Thoma zu tun hat, aber auch mit seinen Nachfolgern. Zeiler ist heute eine grandiose Geschichte. Der Held hat aus diesem Sender, der ja zunächst nur ein deutscher Sender war, eine europäische Senderkette geschmiedet, die ja heute in Europa die größte Fernsehsenderkette ist. Das war nicht Zeiler allein, das war vor allen Dingen auch Mittelhoff, der dafür gesorgt hat, dass unser deutscher Sender und die CLT-Sender A zusammenkamen und B in Mehrheit zu uns kommen konnten. Aber dann war Zeiler der Chef dieser ganzen Sendergruppe. Und diese Erfolgsgeschichten, die jetzt auch in dem Sender nachzuvollziehen sind, sind mit seiner Person verbunden. Kirch, das war ein ganz besonderer Streit um das Pay-TV. Nachdem wir so erfolgreich waren mit RTL und RTL 2 und dann auch der Übernahme der anderen oder der eventuellen Übernahme von anderen CLT-Sendern, das hatten wir durchaus schon im Kopf, kamen wir auf die Idee, dass es noch eine Nische geben müsste für bezahltes Fernsehen, für Pay-TV. Die gleiche Idee hatte Kirch. Und das machte allerdings keinen Sinn. 2 Pay-TV-Sender in Deutschland, wo es an jedem Abend beliebig viele Krimis, beliebig viele Filme in ARD, ZDF, Sat.1 und RTL gab, da machte ein Pay-TV-Sender nur begrenzt Sinn. Und wenn es dann 2 Pay-TV-Sender waren, dann war das nicht mehr möglich, das Geschäftskonzept. Das hat Kirch eingesehen. Er ist bei uns in unser Premiere-Konzept, Premiere war damals von uns, ist in unser Premiere-Konzept mit 25% mit eingestiegen, hat seinen Sender mit eingebracht und dann sind wir eine Zeit lang miteinander
gefahren und haben den Sender sehr erfolgreich gemacht. Bernd Kundrun, der heutige Gruner+Jahr-Chef, hat damals Premiere geführt und hat das schon bis zu Break-Even gebracht. Macht es Sie so ein bisschen... Das hat Kirch, und das ist das, die Story, auf die Sie uns sagen, das hat Kirch nie verdaut, dass er bei diesem angeblich so prospektiven Sender nur mit 25% beteiligt war. Und er hat alles dran gesetzt, um sich mit uns auseinanderzusetzen. Und als dann die digitale Sendeform kam und als die Rekorder, die Wandler, digitale Instrumente wurden, Maschinen wurden, da hat er mit uns einen Privatkrieg veranstaltet um die Zukunft von Premiere, analog oder digital. Und er glaubte, er könne sich bei digital allein Premiere aufbauen, und das waren dann rechtliche Auseinandersetzungen, die ich jetzt nicht alle rekapitulieren kann. Sagen wir mal so, ich habe damals Herrn Kirch als sehr geschickten und trickreichen Menschen kennengelernt, dem die Solidität von Bertelsmann so nicht ganz gewachsen war. Am Ende hat er Premiere digital für sich an Land ziehen können, weil wir es ihm verkauft haben für viel Geld. Und an der Kröte ist er dann eigentlich kaputt gegangen. Hätte er das weiter mit uns betrieben, wäre Premiere heute ein interessanter, großer Sender, der auch seine Kooperation mit den anderen hätten. Kofler hat das Thema dann wieder aufgenommen vor Jahren und hat ja gezeigt, dass man damit Erfolg haben kann. Herr Dr. Wössner, ich danke Ihnen für diesen interessanten Einblick in die Medienhistorie. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitte.